Also, aber das nochmals. Das ist ja wichtig. Aha, richtig. Habe ich letztes Mal gezeigt. Das ist mal im Querschnitt. Ist ja super. Ja, das haben sich, kommen viele und denen zeige ich das. Die drücken sich das, tun sie abzeichnen, weißt du, so, dass sie die wählen. Es gibt Kopierfräsen, gäbe es. Aber jetzt versuche ich auch, dass wieder neue Firmen die Platten, kleine, große und die 50er, wieder machen. Aber das ist zum Anschauen. Das heißt, das geht so. In der Mitte 8 mm Abstand oder 5 mm. Und nach außen nur mehr ganz fein. Ja, ja. Aber die Drehzahl verstärkt sich. Und da entsteht pro Schlitz und die Schlitze müssen immer auf der Seite sein. Also immer so, unschräg, bisschen schräg. Und wenn ich es aufbiege, dann entweder Linkslauf oder rechts, das spielt keine Rolle.